Ja, hallo und herzlich willkommen. Erstmal, nachdem wir in der letzten Folge eigentlich ziemlich gut da an der Sonne waren, wir haben da echt noch Stunden gelegen zum Schluss. Ja, haben uns gedacht. Das war schön. Haben wir uns gedacht, wäre mal was, wir setzen jetzt die Helme auf mit den Grubenlappen und hauen uns mal in die Grotte, wie ihr schon sehen könnt da. Ja, da steht's ja, Grotte. Ich habe ja auch wieder Deutsch, bin ich heute. Warum mal. Warum erwähne ich das eigentlich immer am Anfang? Die können ja alle sehen. Also ich bin schon in der Grotte sozusagen. Ich warte noch auf dich. Ach so, ach, das bist gar nicht du hier. Guck mal, das ist Tora, Meisterin der Jagd. Und ich stehe so neben der und denke, Mensch, da steht der ja nie noch in der Gegend rum. Nein, da ist er schon längst drin. Da war jetzt aber ein bisschen Verwechslungsgefahr, tatsächlich. Also ich bin ein männlicher Charakter. Also ich denke nicht, dass ich aussehe wie Tora. Ja, also ich möchte das mal hier feststellen. Also Frechheit. Naja, also ein bisschen. Nein, nur weil ich Bogen habe, sehe ich nicht weiblich aus. Na, ihr habt aber beide einen Helm auf, also man kann das echt schwer erkennen. Beide Helm. Oh, das ist hier übrigens eine fiese Stufe 4 Map. Ich weiß gar nicht, war die eigentlich golden? Nein, sie war blau. Ja, okay, das ist auch gut so, glaube ich, vielleicht. Was war das denn da? Die machen da Kreise. Ja, die machen schon wieder bunte Kreise. Ja, ich freue mich auch tierisch. Die machen ja alle so, aua. Mann. Meine Freude geht jetzt von der Messe hier. Die Treue hieß die Karte, na dann. Ja, ich hör Ziegen, anspringende Ziegen. Ah, nein, das mag ich nicht. Ich weiß. Die Biester, die hasse ich. Ich hasse diese. Da kannst du echt nichts gegen machen, gegen diese. Und dann hast du noch die, weiß ich, die eine Hälfte von denen friert dich ein und die andere Hälfte springt dich an. Da bin ich gar nicht, der Ziegenbeter. Wer bist du eigentlich? Stettler oder Waldorf? Müsste ich mir noch überlegen. Obwohl die sich ja beide nicht viel schenken, ne? Nee. Nee, ich kenn dich nicht. Ich geh dann hier vorbei. Das ist aber auch mutig, ne? Stellt sich hier so alleine hier in die Grotte. Lieber Mann. Oh. Ja. Hast du nicht gesehen, was hier für Ziegen rumtoben? Das ist dem scheinbar vollkommen egal. Ja. Ein Spitzenrapier, ist das was Dessous-Style-mäßiges? Ja, bestimmt. Wenn wir das aufnehmen, ist das schon nach 22 Uhr, da darf ich sowas sagen. Natürlich. War ja auch nicht wirklich anrüchig jetzt. Nein, aber es könnte so verstanden werden. Ja, das ist ja, ich sag mal, also das, diejenigen, die es nicht verstehen sollen, die verstehen das doch gar nicht. Wir sind gar nicht, schon wieder welche, die Kringel machen, finde ich so. Autsch, finde ich doof. Das ist mal weiße Kringel, oder? Das ist ja Tag der bunten Kringel heute. Die breiten sich aus, oder sieht das nur so aus? Die breiten sich aus. Ja, das sind Ausbreitekringel. Das ist nicht so wie im Backofen, wo das alles zusammenschrumpft. Nein, die breiten sich aus. Das muss hier an der Feuchtigkeit in der Grotte liegen. Eindeutig. Das schlägt auch wieder auf die Gelenke, mein lieber Mann. Gut, dass du das noch hinterhergeschoben hast. Also das klingt so falsch, wie so falsch. So. Heute Grotte hinterhergeschrieben, also nein. Ja, das ist diese Ähnlichkeit, die habe ich kurz nicht bedacht. Oh Mann. Die fiel mir eigentlich gleich auf und ich wollte sie eigentlich verschweigen, aber nachdem hier sind noch jede Menge Gegner, ein brennender Hund. Oh scheiße jetzt, ich bring mal welche mit hier. Der eine ist auch irgendwie unsichtbar und so wie du. Ja, so gelaufen. Oh, guck mal da, was da Feines für eine Chaosphäre, miam, miam, miam. Die lässt doch so ein... Oh, du rennst in die andere Richtung, entschuldige. Autsch, Arschloch. Verzeih. So, da war jetzt mal ganz viel Nix drinne. Ja, eine halb erotische Perspektive. Oh, das wird ziehen. Das wird ziehen. Machen wir ein schönes Clickbait. Oh, ja.
Ich glaube, ich mach das auch. Ich mach das sonst ja nicht. Ja, aber ich glaube, das könnte man sich mal just for fun mal gönnen, ne? Könnte man sich überlegen. So, ja. Würde ich so reinschreiben. Wer die Erotik findet, darf sie behalten. Oh, ich bin aufgestiegen. So, tschüss, ich muss los. Oh. Was war das für einer? Ich weiß das jetzt gar nicht. Und durch erhöhte Rüstung. Und mehr Ausweichen. So. Finde ich gut. Und, möchte ich dauerhaft haben als Buff. Ja, ich auch. Ja, und jetzt kommt kein Gegner. Das ist ja immer so. Du bist den ganz vollen Buff und es kommt keine Gegner. Das ist doch zum Kotzen. Das ist auch, ist dir mal aufgefallen, also bei mir, also ich habe das ständig, dass dieser Buff gerade vorbei ist, wenn du plötzlich vor der Arena stehst. Ja, ja, ja. Das ist Grinding the Games. Ja. Also ich weiß gar nicht, ich meine, ich gucke ja auch nie auf die Sekunden, ob das auch mit rechten Dingen so zugeht, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, und weg. Ach so, ich dachte, du bist weg. So. Ich Nein. Schon kurze Befürchtung gehabt. Ja, Abstürze habe ich gesehen. Ja, ich auch, Wahnsinn, ne? Ja, seitdem du den Speicher rausgeruppt hast. Es ist doch merkwürdig. Läuft das mit YouTube? Na gut, das mag ja vielleicht tatsächlich sein, also, dass der Speicher einander. Oder die haben sich nur nicht verstanden, oder so, weil es ja auch Kompatibilitätsprobleme. Oh, hier ist irgendwie komisch grüne, gelbe, grüne, eklige Eiter gewesen. Okay, damit ist die Route jetzt weg. Was? Mann, ich hab's verdorben. Verdammt. Also kein doch Klick. Nicht mehr berühmt. Du hast eine Identifikationsrolle genommen. Ich habe es Ach, gesehen. Du Ah, Mann, ja, weil ich das versaut habe. Das war jetzt war die Frust-Identifikationsrolle. Dadurch gewinnst du auch keine Erotik mehr. Das ist nur mal durch. Du weißt ja nicht, was da draufsteht. In dieser Rolle. Für Geheimnisse. Nee, ich krieg die Probe nicht. Nee, es ist so richtig. Jetzt haben sie alle gerade ganz gespannt hier vor den gesessen, so. Dann habe ich das einmal versaut, dann sagen die, dann kommt so die Hoffnung und dann kriegt die Probe nicht. Ha. Ja, Doomcloud, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ich hatte mir schon die zweite Katja Krasavitsch schon gesehen. Das ist vorbei. Also wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, was ja echt wahnsinnig selten vorkommt. Ja. Guckst du Katja Krasavitsch oder was willst du jetzt sagen? Überleg dir deine genießten Worte ganz genau. Nein, oh warte, ich muss ja genau, ich lass mich das kurz aufschreiben, was ich sagen will. aber dann könnte ich ja auch vielleicht einfach einen Peter Krasavitsch-Kanal aufmachen. Oh Gott, oh Gott. Das wäre ja auch mal eine Idee. So, also so als, aber gut, ne, da müssen wir ja Clickbait, ne? So, das ist auch. So was machen wir nicht. Nein, nein. Nee. So, jetzt sind wir schön einmal im Kreis gelaufen, wenn ich die Map richtig einschätze. Hatten wir auch lange nicht. Also. Ich finde gerade so die ganze Zeit, das hat er immer irgendwie. Oh Gott, was ist hier los? Zwei Kisten hintereinander, ich glaub's ja nicht. Wir machen erstmal die erste hier, finde ich. Welche ist die erste? Die blaue oder die goldene? Blaue ist die erste, finde ich. Okay, dann werde ich mal. Viel Spaß. Soll ich dir mal was verraten? Was denn? Was denn? Ich hab doch hier irgendwie, also man muss den zuschauen, aber ich glaube, die können sich das denken. Wir nehmen ja nicht nur eine Folge am Stück auf, wir nehmen ja zwei, drei Folgen am Stück auf. Und vor zwei Folgen habe ich doch meine Taste umgelegt auf die mittlere. Jetzt drücke ich immer auf die alte Taste und wundere mich, dass ich nicht wegkomme. Mann, und denke mal, scheiße, schon wieder eingefroren hier an der Stelle. Und in Wirklichkeit drücke ich einfach auf die alte Taste, wo ja nichts mehr passiert. Oh, Mann. Ja, der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier. Ja.
Da hilft auch alle Erotik nichts. Nein, 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 nein. So, dann können wir uns jetzt die zweite Kiste vornehmen. Gut, dann kann ich aber auch mal vielleicht mal zur Arbeit die richtige Taste drücken. Viel Spaß. So, achso, erstmal den Tresor. Oh ja, es hat geklappt! Obwohl mir das ja in der Regel nichts macht, da in den Monstern zu stehen und. Ja, in der Regel. Das ist ja, weiß ich, kratzt mich ja immer so ein bisschen an. So. Mhm. Ich habe ja danach immer noch halbes Leben. Angeber. Gut, waren aber bis jetzt auch immer nette Monster, muss man sagen. Also, wenn ich da mal so stehen bleiben musste. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo da echt so ein Abtrünniger rauskam. Ja, so ein Ex-Fall. Das ist irgendwie. Unschön, unschön. Ja. Das kann dann auch mal dumm enden. Ja, da ist man schneller tot, als man gucken kann. Aber was tut man nicht alles für so ein. Für so. Ich meine, immerhin 5, 6, 7 Identifikationsrollen, die da so rausfallen. Ja, aber hallo. Und zwei Portalrollen. Wo ist denn der Endboss jetzt? Ja, ich frage mich das auch die ganze Zeit. Haben wir den schon gemacht? Ich frage mich das auch gerade, weil irgendwie. Weiß ich nicht, wo da noch jemand sein soll. Da unten, dann muss das hier sein. Also, wir sind so legendär gefürchtet, dass die sich schon immer tiefer in diese Dungeons da verkriechen. Oh, muss eigentlich hier sein. Ich weiß gar nicht, ist das der Chaos-Golem? Ich weiß das jetzt gar nicht. Erstmal wieder Kreis auf. Nö, also hier waren wir übrigens schon. Aber da vorne waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht rein. Oh ja, oh ja. Ich weiß jetzt nicht. Also was jetzt kein Anfall von Erotik sein sollte. Sondern tatsächlich Angst. Autsch, scheiße! Der kam schön von hinten. Beseelter Wächter. Ein beseelter Wächter. Hat mich so, jetzt wieder meine ganzen EPs gekostet, die ich aufgebaut habe. Ja, und so ein Chaos-Golem. So. Mhm. Also hat mich jetzt so die, warte mal, kleine 1% EPs gekostet. Hab ich ein Schwein gehabt. Also nett war das nicht. Nee, war nicht. Also so, ich muss jetzt die ganzen Dinger wieder anschmeißen hier. Ja, das ist ja auch immer mein Problem. Habe ich nicht mit gerechnet, mit dem davon hinten. Auf einmal stand der hinter uns, der Sack. Ja, und ich habe die ganze Zeit irgendwie gewartet, dass der Endboss näher rankommt. Und da kommt er nicht. Und dann, das war echt, also, das war ein Meister. Da können wir echt noch lernen. Jetzt muss ich das Ganze wieder dahin latschen. Ja, nicht nur du. Bei dir geht das ja auch noch schneller als bei mir. Mach du, das ist ja ein Übel. Aber wenn ich ankomme, hast du ihn tot. Finde ich in Ordnung. Finde ich voll. Nein, ich würde okay. Ich werde das einfach, ich werde den mal Richtung Haku locken. So. Batsch. Hast du da ein Portal aufgestellt? Ja, damit wir nicht. Ich hab so die Befürchtung, dass wir vielleicht noch öfter laufen müssen. Hast du? Oh, den hast du erledigt? Habe ich das hab richtig ich gesehen? Das? Ja. Ja. Sieht so aus. So, ne? Ich kann ja auch mein Inventar mal wegmachen hier. Ich weiß gar nicht, warum habe ich das auf. So, jetzt muss ich aber mal genau. Alter, oh, dein aber, Chaos-Schaden ist ganz schön kaputt. Ja, aber der ist empfänglich für Elementarschaden, was ich gerade sehr gut finde. Und der hat eine Freude an meinem Ködertod. So, er ist tot. Oh ja, ups. Stimmt. Das heißt ja nicht, dass er nicht noch immer Schaden macht. 9 Monster übrig, die sich hier irgendwo rumtreiben. Und der hat ja wieder geschmissen, mein Lieber. Ja, da läuft mir warm das Bein runter, ey. Das ist, das ist aber auch. Ne, Mann, ist das eine zweideutige Folge heute. Ja, irgendwie schon, so ein Stück weit. Ja, vielleicht sollten wir sie, vielleicht sollten wir sie als FSK 18 freigeben. Und wenn das mal reicht. Das ja. Ja, ich würde sagen, wir lassen die 9 Monster 9 Monster sein.
Ja, die lassen wir auch sein. Also das war schon knackig. So, ich werde ja jetzt hier 3 Abende brauchen, um diesen einen Fertigkeitspunkt zu... Ja. Das ist jetzt so ad hoc gar nichts. Ja. Gefühlt LLS auch nichts. Also was ja auch nicht schlimm ist. Ist ja eigentlich witzig mit denen. So, also von daher... Ja, du kannst natürlich auch bis zur nächsten Folge... Nein, das bringt ja nichts. Wir sind ja schon so weit vorweg. Sonst hätte ich gesagt, lässt du die Zuschauer entscheiden, was du mit dem Punkt machst. Aber... Das ja, nee, so ist, lange... Ja, da müsste ich ja schon ziemlich lange noch warten. 7 Wochen, um genau zu sein. Nein, weniger. Ja. Das ist ja Blödsinn. 2 Wochen. Ja, genau. So, und dann wundern die sich, dass dann wieder... auch nichts passiert. So, oh, weil ich zwischendurch wieder aufgenommen habe. Oh Mann, Mann. Ja. Nein, also in diesem Sinne, also ich weiß nicht, kann ich jetzt hier wegmachen, ich weiß nicht jetzt, ja, ein bisschen, ich vergesse, was ich sagen wollte. Ich hab, das Delirium, hab mir jetzt wahrscheinlich noch wieder was eingefallen hier, dieses Schlüpfrigen. Ja, wir lassen das jetzt. Genau, so, also wir werden uns jetzt hier aus dieser, da würden verschwinden, das finde ich nicht so schön. Also hier will ich jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde liegen. Vielleicht machen wir noch eine Tasse Tee mit Haku oder ja, so. Ja, finde ich auch genau. Gut, dass wir hier wegkommen, genau. Ja, so. Definitiv. Also, ich denke,